Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Rundkurs Gaming und zu PanzerCore 2. Heute mit der offiziellen Verkaufsversion, nicht mehr mit der Presseversion, der Vorabversion. Und deutsche Texte funktionieren jetzt, wie erwartet. Kann ich gleich mal vorlesen. Hier die Einsatzbesprechung zu Dünkirchen am 26. Mai 1940. Als Sprachausgabe nur Englisch. Ne, wie erwartet, Texte in unterschiedlichen Sprachen. Erkennen Sie nun den brillanten Plan, der dieser Operation zugrunde liegt. Ihr resolut durchgeführter Ablenkungseinsatz in Belgien hat sich ausgezahlt und dazu geführt, dass Dutzende alliierte Divisionen abgezogen wurden. Sie sind in die Falle getappt und stehen nun am Ärmelkanal mit dem Rücken zur Wand. Da Sie kaum noch über Vorräte und Munition verfügen und keine Rückzugsroute haben, ist die Zeit gekommen, in den Todesstoß zu versetzen. Nehmen Sie alle Siegfelder ein. Bonusziel: versenken Sie alle alliierten Schiffe. Das sind 6 Stück, glaube ich, ne? Ihr Hauptziel lautet, Dünkirchen einzunehmen, die wichtigste Evakuierungszone für die isolierten alliierten Truppen. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie sich Ihren Weg über den Fluss Schelde bahnen, indem Sie diese Brücken zwischen Gent und Molde einnehmen. Ein großes französisches Truppenkontingent gräbt sich bei Lille ein. Sie sollten diese Truppen besser eliminieren, bevor sie sich dran machen, den Fluss Lille zu überqueren. Wir wissen nicht, wie es um die verbliebenen britischen Truppen bestellt ist. Daher müssen Sie mit einem rechnen. Viel Glück. Okay, danke. So, Feldreparaturen wissen wir. Und wir haben halt nur 4 Punkte zusätzlich. Blöderweise muss man dazu sagen. Weil das natürlich für gar nichts reicht, so richtig. So, müssen wir uns erstmal Überblick verschaffen. Flughäfen, Flughäfen, Flughäfen. Das ist kein Flughafen. Einer ist hier direkt. Einer ist hier oben direkt ab bei Dünkirchen. Ich weiß nicht, ob die noch eine Trägergruppe irgendwie haben oder sowas. Wir haben 2 Lufttransporteinheiten, theoretisch. Wo ich gar nicht genau wüsste, wofür wir die benutzen sollen. So, und für mich sieht es aus, als wenn wir einen Panzervorstoß hier drüben durchführen und die Infanterie sich hier irgendwie durchschlägt. Aber erstmal müssen wir hier ein bisschen Truppen vielleicht aufwerten, beziehungsweise verstärken. Es gab nichts Neues, ne? Das Ding ist halt, ich müsste eigentlich meine Jägerflotte mal ein bisschen aufbauen, aber die Punkte fehlen einfach. Entschuldigung. Ja, 6 Schiffe sollen wir erledigen. Wenn wir das schaffen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar richtig gute Bomber. Und da müssen wir halt gucken, wie wir mit dem Schutz von den Bombern klarkommen, wie wir das geregelt bekommen. Mal schauen. So, die können hier Schiffe für 16. Und haben auch eine halbwegs gute, in Anführungszeichen, Verteidigung. Also ich schätze mal, die werden es werden, ne? Und so, hier auswählen. Ist jetzt auf die Liste setzen quasi. Gekauft. Sehr schön. Und so, dann schauen wir mal. Die Gebirgsjäger hier, wenn ich die upgrade, dann verlieren die eigentlich kaum was, das ist nur ein Punkt. Der kostet allerdings auch kaum was. Die Pinneberger Jungs haben sich gerade ein Sternchen verdient. Ich glaube, ich bin echt versucht, heute fast alles hier Elite aufzuwerten. Zumindest so, was die Kerneinheiten angeht. Auf 400 fallen die runter von 600. Ich glaube, das können wir verschmerzen. Für 50 Punkte. Ja, ich glaube, die 50 Punkte können wir uns gerade so leisten.
Im Moment haben wir ein kleines Polster aufgebaut schon. Das ist ganz gut. So, ihr braucht auf jeden Fall Elite-Verstärkung. Na, ich glaube, ich gehe einfach voll auf Elite-Verstärkung. Um das bisschen Erfahrung, was sie hier haben, halt zu halten. Auch hier, die Artillerie hat schon 2 Sterne. Das ist natürlich super. Hier, die Mörser haben auch schon 1 Stern. Flugabwehr hat schon fast 1 Stern. So, und dann brauchen wir einen Plan. Wir wollen dann natürlich auf Lille irgendwie vorstoßen. Das ist ganz klar. Wie gesagt, wir werden die Panzer irgendwie hier hinten rumführen. Schaffen wir einen Panzerdurchbruch hier? Wahrscheinlich nicht so richtig. Mal bewegen die sich alle gleich schnell? Ich brauche mal das hier gerade. So. Unsere kleinen taktischen Bomber haben halt nicht so die richtige Reichweite. Die strategischen Bomber werde ich auf jeden Fall hier oben stationieren. Das ist schon mal ganz klar. Die bekommen halt einen Jäger dann dazu. So, und die anderen werde ich, glaube ich, hier unten stationieren. Die müssen wir ja halt nach Lille verlegen, sobald wir das eingenommen haben. Ich bräuchte echt noch locker 2, 3 Jägerstaffeln mehr. Ich hoffe, die kann ich mir dann im nächsten Gefecht irgendwie leisten. So, Pioniere. Hierhin, hierhin. Dann kommen hier die Pinneberger dazu. Und die Nightstalker werde ich nicht in die Luft setzen jetzt. Ich könnte eigentlich, ne? Dann könnten die hier direkt auf der anderen Seite abspringen, zum Beispiel. Auch eine interessante Variante. Gehen die freiwillig in die Luft? Die gehen freiwillig in die Luft. Gut. Dann machen wir das so. So, Artillerie. Teilen wir die Jungs auf? Aufteilen ist eigentlich nicht so geil, ne? Von hier aus könnten die zumindest beide Städte unter Beschuss nehmen. Zurückziehen können wir die dann immer noch. Ja, und so schnell hat sich alles aufgestellt. Klasse Sache. Hier drüben werden wir wahrscheinlich nur halten, denke ich. Ja, da wird es für mehr nicht reichen. Die Jungs müssen wir hier irgendwie wahrscheinlich rausdrücken, weiß ich nicht. Mal gucken.
Da haben wir ein bisschen Artillerie, um das zu bewerkstelligen, eventuell. Müssen wir mal schauen. Aber wenn wir hier die Flussübergänge halten, ist es, glaube ich, erstmal okay. Die Kratzschützen vielleicht nach hier unten, nach Lille, um zu gucken, ob da irgendwas durch möchte oder so. Ja, mal gucken. Oh, Helden, richtig. Da war ja was. Wir haben nämlich ein paar Helden, die reparieren, wenn die Einheit nicht angreift. Für Fahrzeuge, das wäre vielleicht für die Panzerabwehr ganz gut. Oder halt für einen Panzer. Plus 3 Angriff bei der Verteidigung. Ich glaube, ich werde die mal versuchsweise, ich weiß noch nicht, ob ich einen hier lasse, die Feldreparaturen Robert Koch hier zuweisen. So, okay. Haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir alles. Sehr schön. So, ihr bleibt also direkt hier stehen. Ihr bombardiert hier ein bisschen. Um dann festzustellen, dass hier der Angriff halt nicht so cool ist. Ach, guck mal, da haben wir doch schon ein Schiffchen. Das ist doch schon mal hochinteressant. Haben wir schon mal ein Schiffchen gefunden. So, und die Kratzschützen würde ich gerne echt da unten hin bewegen, um da ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Also so kann das Geschütz auch beide Einheiten hier decken. Das ist eigentlich ganz cool. Boah, sind die schlecht. Nee, das war, glaube ich, nicht so clever, ne? Ich glaube, ich werde die lieber hier hinziehen. Die Jungs sollen hier diese Stadt ein bisschen bombardieren. Und dann nehmen die immer noch zu viele Verluste. Ihr habt eine Reichweite von 2 nur. Hier haben wir ein Panzerabwehrgeschütz. Das können wir doch direkt hier hinziehen. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier Aufklärer vielleicht erstmal dort. Okay, die Stadt hier ist unbewacht schon mal. Habe ich einen Panzer 4 vorne? Na, nicht direkt vorne, aber fast vorne. Aber dahinter ist direkt ein Panzerabwehrgeschütz. Klare Sache. So, dann rücken wir erstmal hier ein. Das wird so nichts. Da müssen wir irgendwie an das Panzerabwehrgeschütz rankommen. Ja, wenn ihr hier droppen könntet, wäre das super. Da ist ein Panzer.
Warum ist denn da ein Panzer? Hier oben müssen wir auch irgendwie außen rumfahren, ne? Um dann diesen Panzer hier halt irgendwie in die Flanke fallen zu können. Das ist, glaube ich, im Moment der Plan. So, Pioniere einmal ran hier. Wir stellen fest, dahinter befindet sich gar nichts. Das ist doch schon mal sehr gut. Also dicht an den Flughafen will ich nicht ran, glaube ich. Ah, das ist aber auch nicht so geil. Na gut, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Die haben da ihre eigene Flugabwehr mitgebracht. Bäh. So, dann versucht mal hier die Bombe ein bisschen zu schützen, auf jeden Fall. Ich bin da noch nicht wirklich ein Fan von. Okay, so haben wir da wenigstens schon mal eine kleine Lücke reingehauen. Wir können jetzt versuchen, uns hier so ein bisschen breit zu machen und die Artillerie vielleicht von hinten hochzunehmen. Okay, das sieht doch vernünftig aus. Ja. Wir haben schon Panzer hier auf der Seite abgestellt. Was soll das denn? Da bin ich ja gar kein Fan von. Ah, da müssen wir mal gucken, wie wir das geregelt bekommen. Das wäre ein primäres Bomberziel. Ja.
was denn hier mit unserem kleinen Flak-Dings? Es hatte keinen Bock mitzuschießen. So viele Panzer da oben. Oh, noch ein Ziel. Nice. Ach, und die rücken hier raus, um unsere Flugabwehr zu beschädigen. Okay, so, unsere Bomber werden natürlich trotzdem ihren Job machen hier. Und da müssen wir mal gucken, wie wir hier vielleicht eine kleine Luft... Überlegenheit erringen können. So, und hier sieht's aus nach einem kleinen Positionswechsel, ne? Das heißt, die Panzer werden hier die Stadt einnehmen. Ach, die ziehen sich zurück. Das ist natürlich ultra hässlich von euch. Aber wir können die da jetzt vernichten. Wenn die jetzt hier rüberkommen, dann ist es halt so. Na, damit müssen wir da irgendwie leben. So, die Bomber hier unten lassen wir jetzt unbewacht. Schlagen diese Aufklärer hier zurück immerhin. In der Tat. Einer nur. Okay, weggedrückt. Auch nicht schlecht. Die
komme da nicht rein in diese Tasche, um die Artillerie anzugreifen. Ein Stern, sehr gut. So, dann verschaffen wir uns mal ein bisschen Platz. Moment. Die würden 1-3 schaffen, die schaffen auch 1-3, aber die können auch hier außen rum gehen. Wie viel Munition hatten wir noch? 4. Ah. Das waren nur 2. Und die schaffen es verlustfrei, den Angriff durchzuführen. Das ist sehr gut. Oh, nice. So, dann rücken wir mal ein bisschen vor. Ach, ihr seid echt ein umzingelt hier. Aber nicht mehr lange, würde ich vermuten. Sind die hier eingekesselt, weil und überhaupt? Wir gucken mal, ob wir die davon abhalten können, sich aus dem Fluss zurückzuziehen gleich. Das ist natürlich ultra dumm hier, dass die uns eingekesselt sind. Dabei haben die hier. Ach so, wegen. Ja, okay, alles klar. Oh, Moment mal, ich lasse meine Flugzeuge von hier unten starten, ne? Das heißt, wir müssen denen hier auf jeden Fall den Weg abschneiden. Das wäre schon mal gut, wenn die das Ding hier unten nicht einnehmen könnten. Hätte entscheidende Vorteile für uns. Wo sind wir? Da oben. Oh, die Jungs hier, die könnten sich echt mal ein bisschen zurückziehen. So ein bisschen aus der Sichtweite vielleicht. Okay, von da und von hier starten die.
Mehr Panzer. Ach, so ein Glück. Natürlich haben sie gesehen, dass hier unsere Bomber unbewacht sind. Und die kommen hier echt über den Fluss. Ach, die Halunken. Ja, das wird jetzt hier ein bisschen Abreibungskampf. Aufreibung. Das ist relativ unlustig. Ja, echt nichts. So, ich denke, ich habe das hier einigermaßen unter Kontrolle. Die Kratzschützen müssen vielleicht wieder hier hoch tatsächlich. So, auf jeden Fall müssen die Jäger hier verstärken und die Jungs werde ich mal am besten gleich auch verstärken. Hier ist ein Minenstreifen übrigens, ne? So, interessante Frage für zwischendurch. Werde ich die hier einigermaßen los? Wahrscheinlich nicht so richtig. Aber ausreichend. So, dann können die Jungs hier gleich mal verstärkt werden. Das ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, das wurde echt nochmal nachgebalanced, ne? So. Hier oben geht es dann munter weiter. Das stört uns vor allen Dingen dieses Teil hier. Oh, das war ein schöner Treffer. Besser als gedacht. Und die sind ausgeschaltet quasi. Meine Panzer 4 sind leider angeschlagen sehr. Ich glaube, da kriegen wir hier klassisches Überrennen hin. In Dauerschleife. So, die geben noch nicht klein bei. Dann muss ich hier die Aufklärer auf jeden Fall zurückziehen.
damit ich hier durchbrechen kann. Ja, nice. Das läuft doch. So, die müssen wir jetzt irgendwie hier zum Tragen bringen. Das heißt, die müssen hier auf jeden Fall über diese Stadt vorrücken. Die Panzerjäger, weil die halt nicht so gut durch den Fluss kommen. Die Jungs hier werde ich erstmal verstärken. Und da müssen wir uns hier blöderweise ein bisschen zurückfallen lassen wieder. Pioniere graben sich hier schön ein. Werden auch nochmal verstärkt, falls die Panzer hier anrücken wollen. Und da haben wir das zumindest erstmal ein bisschen stabilisiert. Dass es hier nicht komplett wegbröselt alles. Mit den Bombern müssen wir mal gucken. Na, die gegnerischen Jäger haben da auch schon gut Verluste eingesteckt. Also es wird echt ein Abnutzungskampf, was die Luftflotte angeht, weil wir einfach zu wenig, also ich habe zu wenig Jäger dabei. Das war mir vorher schon klar. Damit muss ich jetzt halt klarkommen. Da ich halt die Entscheidung getroffen habe, lieber zwei strategische Bomber mitzunehmen, statt im Prinzip einmal Jägern. So, wir checken nochmal. Wollt ihr da angreifen? Eigentlich nicht. Die können auch nicht mehr. Ihr könntet euch tatsächlich noch bewegen. Für wie sinnvoll halte ich das denn? Die hätten sich höchstens hier hinstellen können. Fällt aber aus wegen ist nicht. Die müssten dann wahrscheinlich eher hier unten hin, um hier die Panzer mit ein bisschen unter Beschuss zu nehmen. Und ihr? Alles ein bisschen tricky hier. Okay. Schönes Ding. Wo kommen denn die Panzer daher? Ich glaube, jetzt haben die unsere Luftabwehr komplett unterdrückt, ne? Ja. So, ihr müsst auf jeden Fall verstärkt werden. Klare Sache. Müsst ihr irgendwie hier oben ran? Teufel, komm raus.
Und hier kommen uns jetzt die Cut-Schützen zur Hilfe. Das ist sehr gut. Und hier haben die sich jetzt natürlich ein bisschen sehr weit vorgewagt. Das nutzen wir einfach eiskalt aus. Und sorgen dafür einen Abschuss. Und können trotzdem noch unsere Bomber beschützen. Also das haben wir auch. Ja, wir müssen gucken, wie es mit dem Panzer aussieht. Erstmal unter Kontrolle bekommen. So, unsere Panzer hier bräuchten eigentlich mal eine kleine Pause, befürchte ich. Ihr müsstet eigentlich... ein bisschen repariert werden. Punkte habt ihr? 738. Aber die würden die Hälfte schon wieder verlieren. Ich denke, die haben hier oben nicht mehr viel. Sehr schön, überrannt. Das erlaubt uns hier gleich zu verstärken. Ah, meine Stimme schon wieder. Schlimm. Also, dann können wir hier auf jeden Fall das Ding aus dem Weg räumen, hoffe ich. Ja, das hat funktioniert. Und die Gebirgsjäger hier saubere Arbeit geleistet. So, und wir können jetzt im Gegenzug direkt hier ein bisschen marodieren. Aus dem Fluss direkt angreifen ist vielleicht nicht das Coolste. Ich krieg die auch nicht vernünftig weggedrückt, befürchte ich. Die Jungs hätten hier eigentlich schön vorstoßen. Komme ich bei denen irgendwie nicht? Kann mich nicht mehr richtig bewegen. Interessante Frage. Wie mache ich das? Erstmal werde ich hier diese wunderbaren Fallschirmjäger ein bisschen verstärken. Die Jungs werde ich einfach defensiv hier hinterziehen, habe ich beschlossen. Ah, nee. Falsch. Komplett falsch. Wir haben hier unten noch Panzer. Ich habe ja auch noch ein paar Bomber. So, da muss ich die Infanterie hier nämlich nicht damit rumschlagen.
Ihr kommt nicht an den Panzer ran, doch wenn ihr euch im Fluss setzt. Hier, Fluss ist natürlich nicht so cool. Geht aber nicht anders. Oh, die verpissen sich. So, und bevor die sich da zu weit verpissen, schicke ich mal ein paar Jäger hinterher. Und dann können die Panzerjäger die nämlich komplett wegrauchen. Nice. So, dann können die Jungs hier mal ganz sachte vorrücken. Einfach nur ein bisschen gucken, was da Sache ist. Wir müssen jetzt gar nicht viel leisten hier irgendwie. Ich würde gerne auch verschießen. Dankeschön. So, und dann stellen wir die hier unten wieder auf. Und dann kommen wir hier ganz langsam, ne, mit Babyschritten quasi im Moment voran. So, interessante Frage. Wollen wir hier angreifen? Oder hoffen wir da auf Bomber- oder Artillerieunterstützung in der nächsten Runde? Auf Artillerie 1, 2, 3. Ja, die könnten rankommen. 1, 2, 3, 4. Wie viele Felder sind denn das? Das hier dürfte ein Feld sein. 1, 2, 3, 4. Ja, also die könnten rankommen. Okay, dann warten wir auf Artillerieunterstützung. Hier wollen wir nicht angreifen. Brauchen wir auch nicht. Da auch nicht. Ist alles cool. Ah, ja. Was mache ich mit euch? Ihr seid Pioniere. Habt ihr Unterstützung? Ihr habt Unterstützung durch diese Fallschirmjäger hier. 1, 2, 3. Die brauchen noch eine Runde. Das heißt, wir können uns hier vorsichtig vorarbeiten. Aber Lidl wollen wir da natürlich in die Zange nehmen. Unsere Panzer werden verhindern, dass von Ypres hier Verstärkung nachrücken kann. Ich schau gerade. Eine Runde machen wir, glaube ich, noch. Ne? Oh, hallo. Ding ist dicke Panzer, dem passiert nichts. Uff. Das hat wehgetan. Die kommen hier ständig mit frischen Booten an, ne? Lassen die in Dünkirchen jedes Mal reparieren, oder? Wie läuft das? Ich habe beinahe das Gefühl.
nicht ganz versenkt. So, die Panzer haben sich hier wieder zurückgezogen. Wie ich mit Vergnügen melden kann. Die sind komplett unterdrückt. So, und fort mit euch. Die stationieren wir hier auf jeden Fall. Und da werden wir dann nachsetzen, auf jeden Fall in der nächsten Runde. Das könnte einigermaßen wichtig werden. So, was haben wir denn hier für eine Situation? Die Jungs hier müssen auf jeden Fall repariert werden. Die leisten sonst gar nichts mehr. Wer ist denn hier gefährlicher von euch? 3 und 1 ist natürlich nicht so krass. Die sind auch 3 und 1. Also eigentlich die hier, ne? Ja, die sind auch 3 und 1. Das sind ja alle scheiße. Die kriege ich wahrscheinlich nicht richtig. Wie sieht denn das aus? Ja. Okay, gut. Also zuerst Jäger. Er versucht die komplett abzuschießen. Dann könnte ich schon mal ein Ziel weniger behaken, auf jeden Fall. Das war wunderschön. So, hier ein bisschen ausgraben. Das war nicht so gut wie erhofft. So, die Pinneberger haben die rausgedrückt, haben da ihren Job gemacht. Was seid denn ihr? Ah, ihr seid Flugabwehr. Mit einer Reichweite von 2. Das ist nicht so irre viel. Könnte ich mir direkt überlegen, hier unten die noch zu bombardieren. Aber dann werden die Jäger gefressen. Davon gehe ich mal aus. So, dann stocken wir hier auch auf. Da fliegen wir hier keine Patrouille oder irgendwas diese Runde. Aha. Sind die so eingegraben? Die sind eingegraben, aber sowas von. Die Jungs auch. Wo will ich denn zuerst durchbrechen, auf jeden Fall?
Vielleicht muss ich echt da oben durch. So, die Jungs werden mal verstärkt. Mache ich da Elite-Verstärkung für die? Warum nicht? So, können unsere Panzer irgendwo durchbrechen? Wir könnten versuchen, hier unten ein bisschen rumzufahren. Und dann hier ins Hinterland zu gelangen. Das dauert natürlich ein kleines bisschen. Habe ich noch einen Panzer 4 irgendwo? Ach, hier oben. Hier. Ah. Ihr seid natürlich zu weit weg. So, ihr habt hier aber gar nichts zu suchen. Ja, dann schicken wir mal die Fallschirmjäger hier nach vorne mit einem kleinen Gewaltmarsch. Ich schicke die Jungs nämlich direkt nach Hause zu Mama. Und dann können unsere Panzer hier nachsetzen. Die 3F lasse ich mal hier oben noch stehen. Ja, ich weiß nicht, ob hier... Doch, da müsste noch ein Panzer sein, ne? Das wissen wir. Von daher lasse ich die da auf jeden Fall noch stehen. Die haben sich direkt ergeben. Das heißt, wir können jetzt hier einen kleinen Vorstoß mit den Panzern wagen. Ich hoffe, beim Ausfall werden die nicht allzu sehr angeknackst. Wie gut sind denn die hier? 9 immerhin. Gegen unsere Verteidigungsfähigkeit von 14. Aber wenn die uns hier im offenen Gelände angreifen, dürfte eigentlich nichts passieren, oder? Na, guck mal, Artillerie. Und dann können wir vielleicht diesen Flughafen einnehmen. Schon in der nächsten Runde. Müssen wir mal schauen. So, die kommen hier nicht rüber, da ist noch blockiert. Die stehen da halt, könnten jetzt schießen auf das Minenfeld, ja, warum nicht? Die haben eh nichts zu tun. Ziehe ich die eins von der Küste weg, dann decken die meine Jäger nicht mehr ab. Aber dann werden die auch nicht. Andererseits, wenn die hier Schiffe anlocken, ist natürlich super für uns. Weil unsere Bomber da nicht lange suchen müssen. Okay, gut. Dann war's das für heute auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.